Geil. Ich kann reimen. Okay, was gibt es für Möglichkeiten? Wir haben einen Diamant, das heißt, auch ein Portal wäre keine Möglichkeit. Außerdem weiß ich gar nicht, dass wir. Wir haben gar kein Höllenportal mehr, so. Von daher ist das schon mal eine Möglichkeit, die schon mal gestorben ist. Wir können doch vorne mal links abbiegen. Nö, bup, bup, bup. So. Was war das für ein Sound? Bup, bup, bup. Macht doch keinen Abbieger. So, was haben wir denn hier? Kohle haben wir hier. Genau, sind wir hier runtergefallen und dann sind wir. Auch sind wir vorher hergekommen, ja? Wir sind hier runtergefallen, dann sind wir wohl da oben. Ey! Gut jetzt. Können jetzt die nächsten Melone übrigens reinpfeifen. Aber hier ganz schön durchlaufen. Das strengt unseren Charakter ganz schön an. Sind wir hierher gekommen? Nein. Da geht's hoch, aber da waren wir nicht. Hier vielleicht? Auf jeden Fall ist da Eisen. Sieht schon fast gut aus hier. Möchte ich behaupten. Genau hier waren wir. Das weiß ich. Das war aber da, dieses riesige Loch. Und dann sind wir hier nämlich hergekommen. Ja. Ihr merkt schon, ich bin Pro. Hier war nämlich dieser Spawner. Da sind wir nämlich dran vorbeigelaufen. Also hier. Und dann war hier nämlich dieses Eisen, was ich dachte, kann man gar nicht so gut abbauen. Kann man auch nicht so. Mal sogar hingehen. Dann gehen wir hier aber schnell wieder weg. Genau. Jetzt weiß ich wieder, wo wir ungefähr sind. Denn da kommen wir wieder. Ja, wir sind wieder in dem Spalt. Ja, wunderbar. Aber dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Kann das sein? Das kann sogar sehr gut sein, dass wir uns hier runtergebaut haben. Ja. Ihr merkt schon. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir sind. Ah ja, hier waren wir auch mal. Ich kann mich erinnern. Aber hier sind wir wieder weggegangen. Aber, ich glaube, hier war nämlich. Ich dachte, das war ein Creeper. Dabei war es nur ein Grüner. Scheiße. Scheiße. Fail. Ja, geil. Wir versuchen einfach mal hier hoch zu schwimmen. Und hoffen, dass wir dabei nicht verrecken. So, einmal kurz Luft holen. Und dann weiter. Mal Luft holen. Luft. 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 So, jetzt aber. Jetzt müssen wir aber hier hoch, ja? Oh, schwerfällig. Schwerfällig, aber es funktioniert. So, jetzt können wir hier. Mal gucken, wo wir hier sind. Wo wir rauskommen. Verlieren wir noch Leben? Nein. Ah! Ach so. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind, ja. Aber wir sind wieder draußen. Yay! Die Dungeon-Folgen sind vorbei. Zwar nicht durch den eigentlichen Eingang wieder raus, aber. Gut, ne? Kann man auch mal so machen. Ja, geil, ich vermute, dass da so da auch noch da lang geht, so hinterm Land, ne? Und so, das alles mal zum Brennen bringen und dann mal was mal ein Aufnahmepäuschen. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Um euch zu naja, verwöhnen mit dem LP kann ich jetzt nicht sagen. Aber dann ist hier nämlich auch alles, weil wir eigentlich sozusagen hier unter nur sind. Obwohl, das können wir eigentlich alles nochmal. Aber wir haben gerade gar keinen Platz im Inventar. Wir lernen eben nochmal aus, dann machen wir hier noch. Dann bauen wir eben mal ein bisschen alles ab. Und dann machen wir ein Aufnahmepäuschen. Yay! Aufnahmepäuschen. Aber erstmal noch ein bisschen was zu tun, ne? Wisst ihr, was da los ist? Wir werden auch mal verzaubern gehen. Ja, das werden wir auch noch tun. Oh, hier sind einige Melonen gewachsen. Ihr seht, es funktioniert. Da hinten ist auch gewachsen. Kann man abbauen, wenn man braucht, ne? Wenn man mag. So, jetzt erstmal. Kohle haben wir, denke ich, genug. Dann gehen wir hier oben zu den Öfen. Hier sind noch 13 Eisen drin. Okay. Hier nochmal eben ein bisschen auffüllen. So. Auch erstmal auffüllen auf 10. Dann schmeißen wir hier die. So, das schmeißen wir auch mal rein. Das schmeißen wir da nochmal rein. Dann müssen wir auch noch ein bisschen auffüllen.
Dann haben wir hier noch ein bisschen Eisen, da ist gar nichts drin, dann schmeißen wir mal so viel rein. Das kommt da noch rein, so. Dann haben wir alles, was wir zum Brennen haben, haben wir da mal reingeschmissen und einen Diamanten haben wir auch noch mitgekriegt. Das ist natürlich sehr, sehr schön, kann man fast sagen. Sulpur hier. Jetzt haben wir nämlich schon 6 Diamanten wieder. Und Eisen haben wir natürlich auch noch ein bisschen was. Kohle, ne? Hier ist auch noch mal 13 Eisen, das hätten wir eigentlich sticken können. Enderperlen können da rein, Brot können da auch erstmal rein, Pfeile können da zu dem Bogen hin. Der Rest kommt, denke ich, drüben rein. Der Rest ist jetzt nicht so, obwohl hier doch das Redstone kommt ja auch nochmal rein. Okay, der Rest kommt mal drüben rein. In unsere Schrottkiste. Wir haben, glaube ich, gar kein Holz, um überhaupt mal Fackeln zu machen. Da haben wir aber noch 64 Kohle drin. Naja, gut, Fackeln brauchen wir jetzt auch erstmal nicht so dringend, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen erstmal eine Runde ratzen. Ich trinke einen Schluck desweilen. Oh, man kann aber nie aus unserer Wüste aussehen. So, dann lassen wir ja alles mal brennen, während wir uns dann unten da zu schaffen machen. Wir sollten uns mal eine Hoe mitnehmen, damit wir da auch wieder alles bepflanzen können. Da gab es ja zwischendurch mal ein paar Probleme. Aber das ist ja gar kein Problem für uns, ne? Wir starten. Gut. Soweit, so gut. Wir werden erstmal das Bambus natürlich, ne? Und dann nochmal das Bambus der Küste werden wir ganz wegnehmen. Aber brauchen wir gar nicht mehr so. In diesen Massen. Da reicht hier unsere kleine Bambusfarm. Gucken wir mal, vielleicht nochmal automatische bauen, aber die müssen eigentlich ganz weit weg bauen, weil die scheißen laut ist und scheißen nervt. Oder dann halt nur anschmeißen, wenn es nötig ist. Das kann man natürlich auch machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das machen wir auch irgendwann mal. Schon mal ein Bauprojekt für die nächsten Folgen. So, dann nehmen wir mal das hier alles an der Küste weg. Ich habe schon wieder so gesagt. Oh, ich dachte, das wäre nur alles. Das ist natürlich sehr, sehr viel Bambus. Ja, haut mal ab hier. Ich will meinen Bambus hier ab. Ach, du bist doch behindert, ne? Du läufst mir immer wieder in die Faust. Ja, weißt du. Ist ja auch immer so eine gute Ausrede bei Brit. Ja, die ist mir da so reingelaufen in die Faust. Ich schlag die doch nicht. Ich bin auch kein Vergewaltiger. Natürlich nicht. Okay. Dann werden wir jetzt da immer noch mal ein bisschen am Strand lang gehen. Da kleben wahrscheinlich immer noch so ein bisschen was. Mann, wir verbrauchen ja aber auch heute Nahrung. Das ist nicht schön, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz auf der Platte noch ist. Ich hoffe, dass wir das hier noch. Ach, da. Drauf geschissen. Wir haben. Naja, so viel Bambus war es jetzt doch nicht. Ich fast gedacht habe, aber reicht erstmal. Oh, kurz. Da habe ich auch noch rechtzeitig die Aufnahmetaste gedrückt. Dass ich kurz niesen konnte hier. So. Ich sage immer so. Ihr kennt das bestimmt eh schon. Von daher. Egal. Okay, dann schmeißen wir das hier noch einmal an und ich muss nochmal niesen. Ah! Ah! Boom! Und das Wasser fließt. Einmal mehr. Währenddessen können wir mal kurz ein bisschen Holz holen. Das soll hier mal kurz fließen. Wir holen ein bisschen Holz. Einen Baum hier mal so. Mich für ein paar Stickies. Komm, nehmen wir zwei. Einfach damit wir uns ein bisschen was schon mal craften können. So, dann können wir nämlich mal hier so machen. Dann haben wir mal das Ganze in Stickies. Dann können wir nämlich hier eiskalt 264er Stacks Fackeln rausmachen, dann haben wir erstmal wieder genug. Während ich einen Frame-Einbruch habe, das liegt daran, dass hier jetzt so viel ja, gemacht werden muss wegen dem Weizen. Ja, wir nehmen nichts auf, dort will ich alles ja gemeinsam aufnehmen. Wenn wir jetzt hier kurz stehen bleiben, dann merkt man das mit dem Frame-Einbruch gar nicht so. So, alles unten würde ich sagen, dann einmal zugemacht. Warten, bis sich das Wasser legt. Und jetzt haben wir ganze 17 FPS und warten, bis sich hier alles reinlegt. Schön. Boom. Jetzt steigen die FPS aber mal wieder auf 40. Sonst liegt hier, glaube ich, nichts mehr rum. Haben wir wieder schön viele Samen.
Kurz hier ein bisschen so, das brauchen wir ja. Dann nehmen wir das mal eben so, dann nehmen wir das so, dann nehmen wir das so, dann nehmen wir das so, ne? Gut, dann machen wir das wieder von unten nach oben. Weil so geht nichts kaputt. So. Schon wieder so. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Muss ich einfach mal. Ne? Ich gehe in da so Abgewöhnungsschlager. Nehme ich Grand gleich mit. Okay, ich versuche das einfach mit okay jetzt immer zu sagen, was ich sagen will, ja. Okay, den da den nächsten Stack nehmen. Ja, ist natürlich immer sehr spannend. Ich weiß, dass das sehr spannend ist hier, das immer wieder zu bepflanzen. Aber so haben wir immer genug Weizen, ja. Ich möchte das auch einfach mal so festhalten. Und schon wieder so. Aber diesmal war es im Kontext und nicht irgendwie so, weil ich es. Also das Wort so ist, glaube ich, eins der meistbenutztesten bei Let's Player. Benutztesten. Ist auch wieder so ein geiles Deutsch. Aber wenn selbst unser Deutscher kein Deutsch kann, dann ist muss ich das auch nicht können. Ne? Wie Steier. Ich habe letztens übrigens so eine ungarische Let's Playerin, beziehungsweise deutsche Let's Playerin mit ungarischen Wurzeln, ich weiß nicht inwieweit natürlich und so weiter, mal gesehen. Eine Let's Playerin, Da kann ich übrigens eine empfehlen, das kommt gleich. Nee, auf jeden Fall, ja, da hat man dann doch, die haben alle echt, also die Außenländer haben meistens so die Probleme, wenn die die deutsche Sprache lernen, mit der Grammatik und zwar mit der, die das, weil da, die meisten, in dem, och nö. In den meisten Sprachen gibt es dafür nur ein Wort, wie zum Beispiel im Englischen the. Da bricht man sich zwar immer halb die Zunge, aber wir haben halt der, die das und ach, so viele verschiedene Adjektive, ja. Ist zum Beispiel für eine eins, also ein, ne, ein Auto, so und dann eine Autohändlerin, ja. Und dafür hätten die Engländer auch wieder nur ein Deswegen, also, das ist das Schwierigste. Na gut, jetzt kommen wir aber mal, das ist eigentlich eher nebensächlich. Wollte ich einfach mal so angemerkt haben. Eine weibliche Let's Playerin, die ich empfehlen kann, Miyuki LPs, die hat momentan zwar eine kleine Pause gemacht, weil sie irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, aber die hat wenig Abonnenten, ich glaube, die hat an die 50, also ich finde, sie hat deutlich mehr verdient, sie macht das sehr gut und ist nicht so eine, ja, Fame-Geile, zum Teil gibt es ja auch solche. Normalerweise wachsen weibliche Let's Playerinnen ja auch viel schneller, weil die einfach viel mehr oder viel weniger weibliche Let's Playerinnen gibt, ich sag mal. Ja, 95% der Let's Player sind männlich. Und so weibliche Let's Playerinnen werden halt viel gesucht, ja. Und deswegen, aber die macht das auch wirklich gut. Es gibt einige, weil die Let's Player, die, ja, die sind nicht so gut. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel Schaufel eigentlich gemacht haben. Aber die kann ich wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr mal weibliche Let's Playerinnen haben wollt, klickt da mal drauf auf ihren Channel und schaut mal nach. Die wird euch vielleicht auch gefallen. Und sonst, ja, lasst es sein. Ist auch bei mir übrigens verlinkt, wenn ihr auf meinen Kanal geht. Da ist sie da auch verlinkt. So, aber von allem verlinken werde ich jetzt erstmal dieses Let's Play hier beenden mit dem schönen Blick auf den Wald. Also dieses Let's Play nicht beenden, sondern die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, ciao!